Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Arena Battles. Und ihr merkt schon, irgendwas stimmt wieder nicht. Der Flo hat wieder irgendwas verkackt. Und ihr habt recht, glaube ich zumindest. Ich denke mal, es ist meine Schuld. Eigentlich sollte jetzt hier ein Kampf gegen Dave kommen und der verspricht sehr, sehr viel Spannung. Denn Dave hat alle 5 Orden und nur noch der Unlichtorden fehlt ihm. Und er hat erst eine einzige Niederlage, die war auch gegen uns. Aber das war ein sehr, sehr spannendes Duell. Und deswegen verspricht dieses Duell oder versprach dieses Duell natürlich auch sehr, sehr spannend zu werden. Allerdings ist die Datei futsch. Ich habe sie, glaube ich, aus Versehen einfach gelöscht. Das kann halt mal passieren. Mich hat es gewundert, dass es überhaupt noch nicht vorgekommen ist im Arena Battle. Jetzt ist es leider vorgekommen. Ist aber alles nur halb so wild, denn dieses Duell war entgegen meiner Erwartungen vollkommen unspektakulär. Wir haben 5:0 gewonnen. Ich glaube, es war ein Garados-Sweep, also wirklich nichts Besonderes. Aber als Entschädigung gibt es morgen dann bereits das nächste Duell, ich gegen Dave, und das wird definitiv kein 5-0. Also, das schon mal vorweggenommen. Ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß bei den 2 nachfolgenden Kämpfen, also heute wieder eine etwas kürzere Folge, morgen dann wieder etwas länger. Bis dann! Weiter geht's mit dem Kampf Freak gegen Yudlo, und dieser Kampf könnte ziemlich interessant werden, denn René, hat sich ja mittlerweile, denke ich, schon gut bewiesen. Und auch Yudlo ist gut dabei, denn er hat einige Orden sich schon holen können. Nämlich 4 an der Zahl, den Eisorden, den Stahlorden, den Kampforden und den Flugorden. Und zwar waren noch 2 Niederlagen dazwischen, aber dennoch sieht man hier, dass da ordentlich Potenzial gegeben ist. Und wenn wir uns dieses defensive Team angucken, also größtenteils defensive Team mit Bisaflor, Echnatoll, Suicune, hinter mir verbirgt sich ein kleines Scharnierer und auch Stalobor kann durchaus ein bisschen was aushalten, aber mit Stalobor und Psyana auch durchaus offensives Kaliber dabei. Das heißt, das wird sehr, sehr schwierig werden für René, gerade gegen Stalobor und Psyana, die ordentlich gegen sein Team agieren könnten. Von daher schauen wir mal, was da so passieren wird. René setzt übrigens ein Piondragi, ein Toxiquark, ein Zyrapendra, Klaus ist wieder mit dabei, yay! Ein Nidoking, Tandrak und Gengar ein. Sein Mega-Gengar, denke ich mal, ne? Auf geht's! Hüpfen wir hinein in dieses wunderschöne Kämpfelein. Yay! Okay, ich denke, Yudlo hat auf jeden Fall unglaublich viel Potenzial. Wenn er da zum Beispiel einen Walschall-Psyana spielt, dann ja Holy Macaroni oder eben ein Walschall-Scarab... nicht Scarabon, sondern... Wie heißt denn das Ding hier? Wie heißt denn das Ding? Ihr wisst schon. Exadrill. Auf Englisch halt. Keine Ahnung. Ja, das war ein dummer Fehler von René. Ein sehr dummer Fehler. Denn das Stalobor hat Überbrückung. Von daher, großer Patzer vom Gift-Arena-Leiter. Gengar direkt down. Und alle anderen können Gift, denke ich, auch nicht so gut wegtanken. Sadao könnte es noch überholen, aber es hat halt den Walschall. Das ist relativ offensichtlich. Also zumindest spielt man eben Stalobor sehr häufig damit. Und das sieht hier nach einer Blamage fast aus, würde ich fast sagen. Böse jetzt gesagt. Denn das wird ein Pokémon nach dem anderen hinwegfegen. Höchstens Klaus hat die Möglichkeit, das zu überleben, weil das da nicht sehr effektiv ist. Aber jetzt sind direkt nach den ersten 3-4 Zügen sind auch schon 3-4 Pokémon weg. Jetzt kommt Klaus. Das einzige Pokémon, dem ich da ein bisschen was zugestanden hätte, geht auf Schutzschild natürlich. Und damit kriegt es einen Initiative-Boost und könnte sogar Stalobor outspeeden. Aber ob es dann etwas gegen Stalobor in der Hand hat, das ist halt die ganz andere Frage, ne? Es geht auf Schwertanz, hofft also, dass es ein Erdbeben überleben kann. Und das muss es eben auch überleben. Sonst ist es das für René definitiv gewesen. Und dieses Stalobor kann halt einfach extrem reinhauen. Aber Klaus überlebt. Initiative ist auf +2. Angriff ist auf +2. Klaus geht nochmal aufs Schutzschild. Möchte hier wahrscheinlich das Erdbeben auch leer bekommen. Und das, finde ich, ist ein wirklich guter Ansatz, meines Erachtens. Den hätte er vielleicht vorher in Betracht ziehen können, aber schwierig, Leute, schwierig. So, viel Ender wird, glaube ich, doppelt resistet, oder? Nee, einfach nur. Und es reicht fast aus, um Stalobor zu bekommen. Also das wäre wirklich, denke ich, eine gute Maßnahme gewesen, Klaus direkt reinzuschicken und dann eben mit Toxiquark und dem Tiefschlag da was zu machen. So hätte ich es, glaube ich, dann versucht, sofern sein Tiefschlag hat. Der Wechsel auf Gengar war halt sehr ungünstig. Vielleicht wollte er Gengar auch opfern, was ich nicht glaube. Ryuk geht halt auch down. Und dadurch ist das ein sehr, sehr eindeutig einseitiger und auch wenig unterhaltender Kampf gewesen. Also ein ganz klares, glasklares 6:0 hier für Yudlo. Von daher, herzlichen Glückwunsch zu deinem Orden. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Kampf. GG.
So, wir haben jetzt hier an dieser Stelle auch ein Duell, das wahrscheinlich relativ einseitig sein könnte, zumindest wenn wir uns die Statistik angucken. Denn der gute Oliver hat leider 10 Niederlagen und mehr auch nicht im Arena Battle erreicht. Aber das ist sein letztes Duell, von daher möchte ich zumindest mal gucken, was hat er denn dazugelernt im Arena Battle? Ist es eine einseitige Geschichte oder kann er hier tatsächlich was reißen oder gewinnt er sogar den Orden? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Da möchte ich ein bisschen drauf achten. Und Blocky tritt an mit Genesect und Empoleon. Ich glaube, die Kombination der beiden gab es auch noch gar nicht. Während Oliver eben mit einem Glurak und einem Phoenixes antritt, was eben gegen Stahl schon große Vorteile haben kann, mit einem Knackrak-Boden, mit einem Lucario-Kampf, mit einem Metagross, das sicherlich auch ein Erdbeben oder Kampfattacken kann, und Scorgo eben auch mit Bodenattacken. Das heißt, dieses Team ist extrem zugeschnitten auf Blockys Team, von daher ist da durchaus ein Sieg drin, wenn es von der Leistung her auch stimmt. Von daher tauchen wir hinein ins letzte Kämpfchen für heute und gucken mal, was sich ergeben wird. Ob es eine einseitige Geschichte wird, ob es ein spannender Kampf wird oder wie auch immer. Metagross Shiny kommt hinein. Und das ist übrigens sehr cool, in Sonne und Mond. Wenn man Shiny sieht, denkt man sich ja so, okay, das wird schon nicht die perfekten DVs haben irgendwie. Aber das kann man ja jetzt in Sonne und Mond dank den Silber- und Goldkronkorken ändern. Finde ich sehr cool. Auf jeden Fall direkt ein Flammenwurf von Genesect und damit Metagross auch direkt eliminiert. Ja, Genesect ist meines Erachtens super schwer einzuschätzen, weil ich wusste am Anfang auch nicht, was da für Attacken auf mich zukommen würden oder zukommen könnten. Und dass es jetzt auch noch mit einem Eisstrahl gegen Scorgro agiert, ist halt super, super ungünstig. Damit auch das zweite Pokémon direkt down. Und es lässt sich eine kleine Tendenz aufzeigen, aber das kann auch der Überraschungseffekt sein von dem kleinen Genesektchen hier. Jetzt gegen Glurak, kommt da auch nochmal was? Nein, da kommt nichts. Wobei es, glaube ich, auch Donnerblitz hätte haben können, ne? Aber ich glaube, da hat Blocky zu sehr Angst vor einem ungünstigen Mega, nämlich Glurak X. Aber es kommt Glurak Y, das jetzt mit Dürre ordentlich das Team von Blocky zerfräsen könnte. Da kann man jetzt noch einiges drehen, selbst gegen Empoleon, meines Erachtens. Wenn da jetzt ein Flammenwurf kommt, der donnert mächtig, mächtig rein. Und da kommt der Feuersturm, der trifft und der könnte sogar schon reichen, um Empoleon down zu kriegen. Aber nee, nicht annähernd. Sieht jetzt meines Erachtens nicht unbedingt nach dem besttrainiertesten Glurak aus. Vielleicht ist Poseidon aber auch einfach nur defensiv stärker, als ich denke. Aber ein Zap-Feuersturm in der Sonne sollte eigentlich schon Richtung One-Hit gehen, meines Erachtens. Na gut, jetzt kommt Rascal. Ist halt schneller, dank dem Strolch, und kann Glurak zumindest schon mal paralysieren. Sehr wichtig für die nachfolgenden Duelle. Denn jetzt wird wahrscheinlich ein Flammenblitz kommen. Eine physische Feuerattacke auf Glurak. Okay. Rascal geht down, damit halt aufgeholt. Es steht jetzt 4 zu 4. Aber das Ding ist ganz einfach, dass Glurak, glaube ich, echt nicht perfekt trainiert ist. Also es mixt zu spielen, sowohl mit physischen als auch speziellen Attacken, schwierig. Und jetzt kann Drillmaster eben den Steinhagel auspacken, der doppelt so effektiv ist. Und damit ist Glurak eliminiert und Blocky geht erneut in Führung. So, Glurak, Mega Glurak ist halt so das Schlimmste, was man, glaube ich, Blockys Team entgegenzusetzen hat. Sowohl seinem Liga-Team als auch seinem normalen Team. Und ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Selbst mit Wasser komme ich gegen die meisten Gluraks eher weniger an. Von Phoenixes kommt jetzt der nächste Feuersturm. Mit Hilfe der Sonne sollte das definitiv reichen, um Stimmfallos zu besiegen. Wenn da nicht die Robustheit wäre. Und mit der Robustheit könnte er es besiegen. Aber nope, da kriegt es noch die Verbrennung. Und damit geht Stimmfallos doch One-Hit-Down. Sehr viel Glück hier für Oliver, dass er die Verbrennung bekommt, aber er gleicht wieder aus, es steht 3 zu 3 und jetzt kommt Drillmaster. Wird dank dem Wahlschall sicherlich schneller sein und Phoenixes One-Hit rausnehmen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Drillmaster haben wir uns ja auch, also nicht Drillmaster, aber Stahlobor haben wir uns ja eben auch sehr lange angucken können. Von daher wissen wir, denke ich mal, was für eine Durchschlagskraft der haben kann oder das haben kann. Jetzt allerdings Knackrak. Ich muss die ganze Zeit niesen und versuche mir das zu verkneifen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich bin drüber hinweg. Ja, ich denke mal, er ist einfach aufs Erdbeben gegangen, weil er mit Drillmaster eh keinen großen Nutzen mehr haben könnte. Ja, aber es steht jetzt auch 2 zu 2, ne? Also, ein Sieger steht hier noch lange nicht fest. Beide könnten gewinnen. Jetzt kommt Genesect. Und wenn Genesect schneller ist, dann wird es sicherlich mit dem Eisstrahl gewinnen können. Yep, ist es. Und damit ist Knackrak down. Und dann heißt es jetzt 2 Pokémon von Blocky gegen 1 von Oliver. Und mal gucken, was sich da ergeben wird.
Lucario kommt. Okay. Ist das den Flammenwurf? Oder auch... Ah, Lucario schneller mit dem Nahkampf. Okay. Und das reicht aber ganz, ganz knapp nicht aus. Ja, dann war es das jetzt gewesen mit dem Feuersturm, Flammenwurf. Sehr interessant gewesen, wenn das 3 KP mehr abgezogen hätte, was dann drin gewesen wäre noch. Welches Duell hätten wir dann? Lucario gegen Tentantel? Hat der Tentantel dabei? Bin mir nicht sicher. So ist es auf jeden Fall ein 1:0 geworden, was ich allerdings eher der Teamauswahl zusammen in die Schuhe schieben wollen würde. Statt Shirox wäre gekommen. Ja, gegen Shirox hätte er dann, glaube ich, eh keine Chance gehabt. Außer er hätte irgendwie einen Feuerschlag, aber das wage ich mal zu bezweifeln. Von daher wäre es schon ein klarer Sieg geworden von Blocky. Also, was heißt klarer, aber es wäre nicht so mega spannend geworden zum Ende hin. Wie gesagt, also auf Glurak würde ich mich entscheiden. Wenn du Glurak Y spielst, in den meisten Fällen lohnen sich da wirklich nur spezielle Attacken. Also Solarstrahl, Flammenwurf, eventuell Drachenpuls, Ruheort kann man vielleicht auch spielen, vielleicht auch nicht. Luftschnitt halt, sowas in die Richtung eher. Und bei Glurak X dann eher physisch spielen. Da dann den Flammenblitz beispielsweise und Erdbeben, Drachenklaue, sowas in die Richtung. Ansonsten, mehr zu sagen ist, glaube ich, zum Team nicht gewesen, weil wir nicht viel davon gesehen haben. War auch ein sehr kurzes Duell, ein im Prinzip brachiales Duell, immer nur Attacken, die One-Hit meistens waren. Von daher bleibt mir da nicht viel weiter zu sagen, außer einfach weitermachen, weiterspielen, weiter dazulernen und dann wird das sicherlich Oliver. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder, denn das war, glaube ich, dein letztes Duell, soweit ich das richtig im Überblick habe. Und da kann man ja dann auch nochmal einiges dazulernen. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen, vielen Dank fürs Zusehen an euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.